Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ich bedauere, was passiert ist, Pathfinder. Pathfinder? Wir haben inzwischen einen Namen dafür. Er braucht einfach nur Zeit. Pathfinder. Auf ein Wort. Pathfinder. Jacob Medney. Forschung und Entwicklung. Mein Team richtet sich noch ein, aber wir haben etwas entdeckt, das Sie interessieren könnte. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Entwurf zur Verbesserung Ihrer Panzerung erstellt. Ich lade ihn jetzt hoch. Die nötigen Ressourcen sollten alle auf EOS zu finden sein. Wenn Sie sie beschaffen können, müsste es eigentlich funktionieren. Sind Sie sich sicher, Midney, oder sind das nur Luftschlösser? Ich habe nicht vor, Ihre Zeit zu verschwenden. Das hier könnte die Grundlage für die Herstellung von Panzerungen für die gesamte Initiative bilden. Also viel Spaß bei der Suche, Pathfinder. Und passen Sie auf sich auf. Hallo, Kim Connor. Vorräte, Handel, Nachschub, was auch immer Sie brauchen. Ich kann es besorgen. Obwohl, Sie haben ja schon die Königin aller Quartiermeister an Ihrer Seite. Sie kennen Vetra? Connor hat mir damals auf der Nexus geholfen, alles für die Tempest zu besorgen. Aber ich brauche festen Boden unter den Füßen. Und wenn alles gut läuft, wird der Handel auf EOS schon bald blühen. Wie sind Sie hier gelandet, Connor? Ich? Sie sind doch die große Entdeckerin. Ich fülle nur Anforderungsformulare aus. Wirklich? Jeder hier hat doch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe meine hinter mir gelassen, obwohl Sie... Wissen Sie was? Fragen Sie mich irgendwann anders nochmal danach. Handelt EOS inzwischen mit neuen Partnern? Nein, im Moment nur mit der Nexus. Aber ich habe Abmachungen mit unabhängigen Bergungsgutsammlern und Minenarbeitern getroffen. Und weitere werden folgen. Hat der Außenposten alles, was er braucht? Die Nexus hat uns mit dem Nötigsten ausgestattet, aber das macht noch lange kein Zuhause aus.
Es ist meine Aufgabe, auch den Rest zu besorgen. Eine ganze Kaserne voller Soldaten durchfüttern. Das wird bestimmt lustig. Sie sagten, Sie und Vetra kennen sich. Wie ist sie wirklich? Kein Wort kommt. Schon gut, ich schweige. Zumindest, solange sie in der Nähe sind. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei. Und ist Ihnen aufgefallen, wie sauber die Luft ist? Ryder. Wir könnten vielleicht einen Teil der Milizausrüstung für Prodromos abzwacken. Die Cats sind alles andere als friedfertig, also können wir es auch nicht sein. Nicht, wenn das Leben von Kolonisten auf dem Spiel steht. Ich habe versucht, mit einigen der Soldaten in Prodromos zu plaudern. Die Kerle sind ganz schön verbissen. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid, niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Es ist mir eine Ehre. Ich bin Fox, der Chefingenieur hier. Zu Ihren Diensten. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Was denken Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber nach allem, was man so hört, werden Sie es ja bald gelöst haben. Und das ist wirklich beeindruckend. Außerdem haben sie uns hier einen perfekten Standort gesucht. Ich denke, EOS wird etwas ganz Besonderes. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation, alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Auf jeden Fall danke, dass Sie gefragt haben. Wiedersehen, Fox. Wiedersehen. Und passen Sie da draußen gut auf sich auf.
Ah, Pathfinder. Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten? Ich überlege mir gerade, was wir unterrichten sollten, wenn wir unsere erste Schule eröffnen. Einige Leute sind der Meinung, wir sollten auf die Geschichte der Milchstraße verzichten. Sie ist jetzt offenbar belanglos. Diese Geschichte hat uns alle geprägt. Unsere Kinder verdienen es zu erfahren, wie und warum. Das sehe ich auch so. Vielleicht können Sie ja einige zum Umdenken bringen. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Oh, hallo. Ah, Pathfinder. Ich habe gehört, wir verdanken Ihnen unseren Atmosphärenwandler, der nebenbei gesagt sämtliche Gesetze der Physik auf den Kopf stellt. Ja, das geht wohl auf meine Kappe. Ich bin Ryder. Hanley Abrams, wissenschaftliche Leiterin auf Eos und Autorin von Abhandlungen, die mit »Was ist nur mit diesem Wetter los?« beginnen. Da wir die militärische Verteidigung priorisieren, können wir diese Frage noch eine ganze Weile stellen. Aber eine neue Galaxie, eine neue Welt und ein echter Neuanfang. Ich muss Schritt halten. Was kann ich für Sie tun? Was halten Sie davon, dass Eos einen Militäraußenposten hat? Ganz ehrlich, nicht viel. Das ist nicht das, wofür die Initiative steht, oder? Wir müssen Eos studieren und die Reliktech verstehen. Aber unser Budget fließt stattdessen in die militärische Forschung. Die Aktivierung dieses Gewölbes hat den Planeten verändert. Besteht irgendein Grund zur Sorge? Ich glaube nicht. Leider ist unsere Ausrüstung auf anrückende Feinde ausgerüstet, nicht auf die Beobachtung des Himmels. Fakt ist, es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Stürme zurückkehren könnten. Und ich weiß ja, an wen ich mich bei Fragen zur Relikttechnologie wenden kann. Was denken Sie über Lieutenant Bradley? Er ist unglaublich entschlossen. Und er glaubt fest daran, dass wir es schaffen werden. Bradley würde diesen Außenposten zur Not auch alleine stemmen. Aber wir sorgen schon dafür, dass das nicht nötig sein wird. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Pathfinder, hier drüben. Pathfinder, Verwalter Evan Bell Scott. Ich löse Probleme, damit Sie es nicht tun müssen. Oder vielmehr, damit Bradley es nicht tun muss. Ich habe mich außerdem mit Ihrem CAT-Experten abgestimmt. Er wollte, dass ich Sie daran erinnere, ihn aufzusuchen. Ich hatte Prodromos keinen CAT-Experten zugewiesen. Dann besitzt er eine beeindruckende Eigenmotivation. Hier ist jedenfalls der NAV-Punkt. Genauigkeit ist wichtig. Machen Ihnen die CAT irgendwelche Probleme? Die gesäuberte Atmosphäre kommt nicht nur uns zugute, sondern auch den Bösen. Ein gewisser Anstieg der Feindseligkeiten war also zu erwarten. Wir selbst sind dank der erhöhten Sicherheit durchaus fähig, sie zurückzuschlagen. Der Rest des Planeten ist allerdings eine ganz andere Sache. Ihr Experte ist immer noch da draußen. Er hat vermutlich aktuellere Informationen als ich. Wie kamen Sie zur Initiative? Wie so viele war auch ich verloren und suchte nach einem Ziel. Das klingt tiefsinniger, als es sich damals anfühlte. Ich war ein unerträglicher Arsch. Die Ausbildung für die Reise war vermutlich genug, um mich davon zu kurieren. Aber ich habe die Dinge schon immer zu weit getrieben. Ich wusste nie, wie ich verhindere, dass sich die Leute von mir entfremden. Bis ich selbst der Fremde war. Das Alien. Ha, sehen Sie? Ich bin immer noch unerträglich. Es klingt, als hätten Sie interessante Verhältnisse zurückgelassen. Ich vermisse meine Familie. Und vielleicht vermisst sie mich auch. Aber deshalb würde ich nicht wieder zurückgehen. Selbst wenn es möglich wäre. Ich mag, was ich hinter mir gelassen habe. Vor allem, weil ich es hinter mir gelassen habe. Verstehen Sie, was ich meine? Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Ich konnte es kaum erwarten, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Wie eine Kugel, die den Lauf verlässt. Manchmal muss man einfach gehen.
Von welchem Planeten stammen Sie? Dem hellblauen Punkt der guten, alten, langweiligen Erde. Ich vermisse den Geruch nasser Hunde nach der ersten Schneeschmelze. Warum auch immer. Was ist mit Ihnen? Vermissen Sie irgendetwas? Ach, Sie wissen schon. Ich vermisse es nicht, alle 5 Minuten dem Tod ins Auge zu blicken. Keine Leben retten zu müssen. Sowas eben. Aber ich wette, das hören Sie oft. Oh ja, klar, Pathfinder. Ständig. Reden wir ein andermal weiter, ja? Natürlich. August sagte schon, Sie würden vielleicht vorbeischauen. Ryder, nicht wahr? Ich bin Dr. Ramirez. Ich betreibe die Klinik hier auf Eos. Es ist ein viel besseres Leben, als ein Arzt bei der Allianz zu sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Mich auch. Und ich nehme mal an, Sie sind nicht wegen eines Gesundheitschecks hier. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie ist es, in unserem ersten erfolgreichen Außenposten zu leben? Es erinnert mich an meine Zeit bei der Allianz. Diese Soldaten sehen alle so jung aus, aber sie sind sehr entschlossen. Wir wissen, wir werden es schaffen. Wieso haben Sie sich der Andromeda-Initiative angeschlossen? Ich habe früher als Arzt in der Allianz gedient, aber sagen wir einfach, ich habe einen Raubzug batarianischer Sklavenhändler zu viel erlebt. Ich war schon damals mit August, mit Bradley, befreundet. Und als er sich bei der Initiative verpflichtet hat, meinte er, ich solle es mir doch auch überlegen. Es war einfach Zeit für einen Neuanfang. Wie läuft es in Ihrer Klinik? Relativ ruhig. Ich untersuche die neuen Kolonisten. Und wir hatten ein paar Fälle von Dehydrierung und Sonnenblindheit, aber nichts Ernstes. Was halten Sie von Bradley? Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich war Sanitäter in seinem Trupp, als er verletzt wurde. Und wir sind auch nach seiner Entlassung weiter in Kontakt geblieben. Er ist ein kluger Mann, ein guter Lieutenant, aber ein noch besserer Bürgermeister. Und es nervt ihn, wenn ich ihn August nenne. Also beschränke ich mich darauf, es, naja, nicht mehr als 2 oder 3 Mal am Tag zu machen. Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön, Sie zu sehen.
Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Ich habe diese Spur zwar noch nicht zu Ende verfolgt, aber nicht alle von ihnen sind sofort gestorben. Ja, ich habe davon gehört, dass es vereinzelte Evakuierungen gab. Falls es einige von ihnen nochmal versuchen wollen, sind sie mir herzlich willkommen. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Das schreit geradezu nach Ärger. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Ja.